Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mich auf eine perfekte Idee gebracht und zwar habe ich wirklich etliche Male den Kommentar gelesen, was wiegt der Motor, so wie er hier steht. Und ganz ehrlich, ich hätte ihn jetzt eingebaut und hätte es nie gewogen. Und das wäre tatsächlich schade gewesen, weil ich glaube schon, sowohl für mich als auch für den einen oder anderen, der, keine Ahnung, vielleicht vorhat, sich mal ein Custom-Auto zu bauen und sucht noch nach dem richtigen Motor, glaube ich, ist es schon interessant zu wissen, was dieses Ding hier in seiner Pracht jetzt wiegt. Und es ist für uns wirklich kein Ding, weil ich weiß aus einem alten Video, der Rahmen unten drunter wiegt 25 Kilo. Ich weiß, der Axtträger wiegt 10 Kilo. Das können wir einfach abziehen am Ende vom Gewicht und schon haben wir wirklich das Gewicht von diesem Motor. Und genauso auch, weil nicht, unser Tank ist ready. Voll geil. Muss ich wirklich sagen, der muss jetzt nur noch einmal eloxiert werden, weil man sieht, wie schnell das hier drin gammelt. Selbst nur vom Ausliter ein bisschen Wasser und schon fängt das an. Wir haben jetzt doch das Blech von außen verschweißt. Hier kommt jetzt dieser Ketchup so schön rein. Und ganz viele von euch haben gefragt, warum kein Schaum oder keine Schwallbleche da drin. Genau diese Funktion hat ja dieser interne Ketchup. Das sind ja meine Schwallbleche intern. Das heißt, der Sprit kann ruhig in diesem Tank hin und her schwappen, weil die beiden Pumpen befüllen ja dauerhaft diesen Catch-Tank. Das heißt, für mich ist ja wirklich nur entscheidend, dass dieser Catch-Tank befüllt ist. Der ist immer befüllt. Wenn er nicht befüllt ist, löst dieser Schalter aus. Das heißt, das ist ganz egal. Und du bist ja eh mehr zum Geradeausfahren. Ne? Ja, aber selbst beim Geradeausfahren kann ja sein, dass es wegschwappt, wie auch immer. Ne? Mhm. Aber es wird niemals in diesem kleinen Tank so wegschwappen, dass beide Pumpen keinen Sprit mehr kriegen, plus dadurch, dass sie ja in dieser Vertiefung sitzen, ist ja das erste Schwallblech ist ja eigentlich schon dadurch, dass wir hier eine Vertiefung haben. Das ist ja auch schon schwierig. Ne? Deswegen, also da kann ich wirklich sagen, das hat mich überzeugt. Das hat Spaß gemacht, diese Lösung so zu bauen. Wenn sie jetzt am Ende noch das kann, was die Hersteller versprechen. Das heißt, wir reden hier von einer, ja, haltet euch fest, 2000 PS Lösung. Wirklich eine Zahl, die einfach nur krank im Kopf ist. Dann ist das wirklich cool. So, aber als allererstes wiegen wir mal den Motor. Ich glaube, der ist schwerer, als man denkt. Also aus dem Bauch heraus, also ich sage 300 Kilo werden das hier sein. Ich hatte auch schon eine Zahl im Kopf, aber ich hatte 350 Kilo im Kopf. Ja, so. Also in Summe muss man sich auch überlegen, Alter, guckt euch mal den Koloss hier an. Weißt du, da sind jetzt 300 Kilo jetzt für eine komplette Technik, weil wir reden jetzt ja wirklich mit allem. Ladeluftkühler, Ansaugung, alles dran, Ölpumpe, Ansaugbrücke, Drosselklappen. Also, das ist ja schon eine ganze Technik, ne? Aber okay, pass auf. Wir machen mal unsere Wagen. Warum sich das Leben immer schwer machen, wenn es so einfach geht? Wir können natürlich auch einfach unseren massiven Rahmen hier im Wagenbuch hin. Mal ein bisschen aufpassen, dass er nicht wegrollt. Verrate noch nichts, aber er ist schon schwer. Ist jetzt auch die schwere Seite, ne? Ja. So, meine Damen und Herren. Hey. Ah nee, ja, ich habe fast vergessen, dass wir das abziehen müssen. Gar nicht so schlecht getippt. 346 Kilo minus 25 Kilo der Wagen minus 10 Kilo die Achse sind also 310 Kilo wiegt dieses Technikpaket. 6-Zylinder, Biturbo, extra massiv gebaut. Weil alleine Motor, Getriebehalter, das ist ja alles schon schweres Zeugs, ne? Ja. Ist jetzt schwer, eine Relation zu setzen, aber ganz ehrlich, für einen echten Allradantriebsstrang, muss man ja einfach so sagen, glaube ich, wird es schwer, ehrlich gesagt, eine Technik zu finden, die leichter ist. Also, in dem Maße. Wäre jetzt mal höchstgradig interessant, was wiegt als Beispiel ein GTR-Motor? So ein V6, ne? Oder was wiegt, also ich überlege gerade, ich bin der Meinung, wir haben Marius Motor gewogen. Ich bin der Meinung, der VR6 mit dem leichten 02A-Getriebe dran, sind auch 300 Kilo und so. Echt? Ich gucke mal, ob ich ein Foto finde, dann blenden wir das ein. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich mit allem war, aber ich meine, das nimmt sich nicht so viel. Und dann muss man schon sagen, ist natürlich dieser Step deutlich stabiler am Ende. Ne? So, ja, aber der große Wiegewahn, ne? Weil ich habe mir zur Sekunde überlegt, das Geile ist ja, dass wir dieses ganze Projekt mittlerweile seit 3 Jahren zusammen machen. Das heißt, ich bin euch jetzt auf jeden Fall schuldig, den Rest hier auch noch zu wiegen, wenn wir nicht immer am Wiegen sind, weil das ist das Geile an den Videos, das ist für die Ewigkeit. Das heißt, wir können jetzt zur Sekunde ganz ehrlich schon mal eine Prognose abgeben, was das Auto am Ende wiegen wird. Weil ich würde sagen, das ging so gut mit dem Hochheben gerade. Wir machen genau das Gleiche auch mit dem Auto. So, aber als allererstes nochmal der entscheidende Punkt. Was wiegt der Tank? So, das hier ist jetzt theoretisch unser ganzes
Tank-Setup mit Pumpen und allem. Oh, siehst du, kommt nämlich dann wieder ein bisschen Gewicht zusammen. 8 Kilo an. Oh, ich hätte jetzt aber mehr geschätzt sogar. Echt? Nö, also man kann es natürlich leichter bauen. Jetzt wiegen natürlich die Pumpen schon was. Der Catch-Tank wiegt was und der Tank wiegt was. Aber 8 Kilogramm für ein ganzes Kraftstoffsystem. Das heißt, jetzt fehlt natürlich noch Spritfilter und Leitung. Ist man in Summe bei, wenn man die Leitung auch aus Alu baut, wird man so bei 10 Kilo sein. Also das wird man auf jeden Fall in Kombination, dass es so viel Leistung kann, nicht hinkriegen. Nochmal als Erinnerung, mit dem alten Auto, als ich das allererste Mal das alte Auto gewogen habe, war ich bei 1660 Kilo. Das war das erste Mal auf der Waage, das war damals noch auf so einer Schrottplatzwaage, weil damals habe ich originalen Tank. Der originale Tank, riesen Kunststoffding, hat gehabt 2 Pumpen im Tank, 2 Pumpen zusätzlich nochmal außerhalb, alle Leitungen, alle Spritfilter doppelt gelegt, von vorne nach hinten. Ne? Das heißt, da waren wir garantiert spritsystemmäßig bei, vorsichtig gesagt, 30 Kilo. Und das ist dann halt schon ein krasser Unterschied. So, jetzt mal einmal für die Nachwelt ein paar Fotos. Bevor wir jetzt das Auto wiegen, was fehlt an dem Auto? An dem Auto fehlen 4 Felgen. Der Motor, logischerweise. Eine Felge können wir gleich einfach wiegen. Dann fehlt der Alu-Catch-Tank, den wir letztes Mal gebaut haben. Kardanwelle hängt tatsächlich schon runter. Und es fehlen natürlich ein paar Flüssigkeiten und der Kabelbaum noch. Das heißt, ich würde sagen, wir wiegen mal eine Felge. Schon mal eine. Jetzt muss man dazu sagen, die Hido-Felgen sind halt einfach bildschön. Die geilsten, einfach die es gibt für mich optisch. Natürlich für einen Race-Setup später gibt es natürlich hier noch Einsparpotenzial auf jeden Fall. 21 wiegt der Radsatz. Das heißt, 4 mal 21 sind 84 Kilo, 10 Kilo Tank, 94 Kilo, dann Kabelbaum mit Motorsteuergerät, ich sag jetzt mal einfach 16 Kilo, kann man einfach errechnen, sind wir bei 110 Kilo, dann fehlt auf jeden Fall noch ein Anschnallgurt, sind wir bei 115 Kilo, sagen wir mal ein paar Kleinigkeiten noch. 140 Kilo plus 310 Kilo Motor, können wir einfacher rechnen, sind 450 Kilogramm zu dem on top, was gleich noch dazu kommt. 450, merken wir uns. Also ich muss wirklich sagen, ein bisschen aufgeregt jetzt nach 3 Jahren und ihr merkt ja selber, wie viel ich im Kopf so Gewichte zusammenrechne. Ist das schon, weil wir können nachher auf jeden Fall grob das Gewicht von dem Fahrzeug sagen. Also eine Sache müssen wir natürlich machen, für die Ordnung. Wir haben natürlich 4 von den Böcken, die müssen wir am Ende abziehen. Ich würde es natürlich am liebsten nullen auf der Waage, geht aber nicht, müssen wir abziehen. Weißt du, dass ich hier drauf stelle, null, aber müsste ich jetzt alle 4 gleichzeitig... Ich glaube, es ist einfacher, jetzt einmal die abzuziehen. 2,95 Kilo, das heißt 3 Kilo mal 4 sind 12. Übrigens das Beste, was es gibt, sich im Vorfeld gleich Punkte suchen, wie man das Auto genau mittig im Auge hochheben kann. Wie geil von hinten, gucken wir hier mal einmal rein, wie geil dieses Diff mit der Achse da so aussieht. Ne? Ja, mega. Willst du jetzt schon mal einen Tipp abgeben? Also ich hatte immer einen großen Traum, unter 1000 Kilo. Unter 1000 Kilo wird aber mit der Technik, wie wir sie jetzt gebaut haben, glaube ich nicht funktionieren. Das heißt, da ist einfach eine 8-Bremse zu groß genug für, zu schwer. Da sind 20 Zoll natürlich zu groß und zu schwer für. Da ist Glasscheiben zu schwer für. Ja, ich sag mal, eine 1050 wäre schon wirklich krass. Das wären 600 Kilo weniger als Leitort. Ah ne, stopp, ich muss es abziehen. 12 Kilo oder was? Genau, wir sind bei 672 Kilo. 12 Kilo abziehen sind 660. Was hatte ich gesagt? 450 wollten wir zurechnen. Sind wir also bei 1110 Kilo. Das ist doch geil. Ja, also klar, das ist ultra krass, definitiv. Dafür, dass es halt noch in Anführungsstrichen ein Auto ist. Achso, ja, wir haben jetzt ja schon realistisch gerechnet. Also das Auto wird am Ende um die 1100 wiegen, ohne Käfig.
Jetzt muss man natürlich auch in Relation sehen, ja, es ist schon krass. Guck mal, wenn man sich überlegt, der Abarth wiegt aktuell 950, so in dem Dreh. Ne? Da haben wir den kleinsten 1,4er, den es gibt mit Frontantrieb. Mhm. Und hier haben wir eine Limousine mit einem V6, mit einem echten Quadro-Antriebsstrang, wo wirklich alles maximal massiv gebaut ist, egal ob es Antriebswellen sind, Kardanwelle, Diff hinten. Das sind ja alles Teile, die definitiv auch schwer sind. Und der Abarth ja auch wenn er nicht so aussieht, ja schon echt auf extrem Leichtbau. Ja, da ist nichts zu viel dran, was irgendwie reingeht. Ne? Ich dachte gerade, dass jetzt ja noch wirklich Kilos reinkommen, dass wir gerade noch nicht bei einer echten Zahl sind. Aber wir hatten das ja schon gerade so gerechnet, dass es ein echter Wert am Ende ist. Ne? Das heißt, das Auto wird fahrfertig am Ende bei einer 1100 liegen. Mit Tendenz, wenn ich noch runter will, Felgen, Bremse, Scheiben. Die drei Punkte gibt es, wo man noch ein paar Kilos holen kann. Auspuff haben wir noch vergessen. Wenn ich einen Auspuff drunter machen will, kommen auf jeden Fall nochmal 10 Kilo, maximal 10 Kilo Auspuff drunter. Die fehlt tatsächlich noch. Die müssen wir noch drauf rechnen. Das heißt, wir sind am Ende bei aktuellem Stand einer 1120. Ja, da war ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen zu sehr verwöhnt, weil Marios Golf ja auch so krass leicht geworden ist. Ja, wobei, nee, jetzt darf ich mich auch nicht selber kleiner machen, als ich eigentlich bin. 1100 Kilo für einen Sechszylinder Allrad Quadro, eine nicht zerflexte Karosse ist doch schon gut, muss man schon so sagen. Mit komplettem Licht dran, mit Servolenkung, mit allem, das schon. Display ist schon drin, Schaltung ist schon drin, Lenkrad ist schon drin, Pedalerie ist schon drin, Bremse ist drin, sonst wirklich alles drin. Und Leistung wird ja eh auch deutlich mehr PS als Kilo sein. Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, ob ich damals, das werdet ihr bestimmt besser wissen als ich, ob ich irgendwann mal schon so Zahlen gesagt habe, wo ich gerne hinwollen würde, gewichtstechnisch. Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe von einer 1200 geträumt damals, aber das ist jetzt so leider in Größenwahn über die Jahre weniger geworden. Aber wie ich schon sagte, alleine so Zeugs, die Stahlplatte hier, dann die massive Ölwanne, dann die massive Ölpumpe, das sind natürlich auch alles Sachen, die gehen ins Gewicht. Ne? Die Ansaugbrücke, das ist wirklich dickes Carbon, dickes Alu, das wiegt halt alles auch. Ne? Ja, okay, zusammenfassend kann man sagen, das wird ultra krass, 1100 Kilo bei 1400 PS, glaube ich, kann man schon mitarbeiten. Wir haben ja gesagt, dass ein Käfig reinkommt und das Auto noch ein bisschen mehr Auto wird. Also ich will da noch nicht zu viel verraten. Das seht ihr dann im Anfang vom nächsten Jahr, was, wie, wo wir mit dem Auto dann machen. Jetzt zählt erstmal Auto, also Motor rein, Auto fertig, weil ich habe das Ziel, dass das Auto vor der Essen Motorshow auf jeden Fall fährt und zusammen ist, und dann geht es Anfang nächsten Jahres um das Thema Sicherheit, weil wir wollen das Auto ja bekanntlichermaßen nutzen. Ich kann noch nicht sagen, was mit Thema Räder, Bremse etc. passiert. Thema Innenraum, mal gucken. Ich denke mal, ich habe euch ja versprochen, da wird es noch ein paar Neuerungen geben. Das heißt, der bleibt natürlich nicht so komplett, wie er jetzt gerade ist, sondern wir machen den schon wohnlich und schön. 1100 Kilo. Glaube ich, braucht man sich nicht mehr zu verstecken. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein leichteres Auto gibt. Alles, was ich bisher gewogen habe, lag so im Bereich. Also selbst ein reines Viertelmeile-Auto mit einem Sechszylinder, glaube ich, wiegt auch so in dem Bereich. Definitiv. Ja, Potenzial ist da. Unter 1000, keine Chance. Zumindest nicht, wenn man es so baut. Da müsste man wirklich... Also es ist tatsächlich möglich, unter 1000 zu kommen, das muss man so realistisch sagen. Ne? Wenn ich jetzt den Motor kleiner bauen würde und man geht nur mit 800 PS ins Rennen, das heißt, man spart sich so dieses ganze Trockensumpfgelumpe. Ach, der Öltank ist übrigens voll, das haben wir ja im letzten Video gesehen. Das heißt, Öl ist tatsächlich schon befüllt. Man spart sich das ganze Gelumpe in Form von der Trockensumpf. In dem Moment ist natürlich ladertechnisch alles kleiner, keine externen Wastegates und so weiter. Dann schafft man es schon mit Makrolonscheiben, einer kleineren Bremse, kleinere Felgen, dann kommt man definitiv auf unter 1000. Das ist dann halt schon echt krass. Ne? Nächste Video, mal gucken. Eigentlich sind wir jetzt so weit, dass es mit Thema, also eigentlich gibt es nur noch das Thema Auspuff, Kabelbaum fertig machen. Kabelbaum fertig machen würde ich allerdings gerne mit dem First Start zusammen machen. Und so ein ganz bisschen Kleinigkeiten noch, aber nicht mehr viel. Wir bleiben am Ball. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen auf der Gewichtsreise. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.